Hallo, ich möchte geschwind erklären, warum ich Sackix benutze für meine Live-Auftritte. Bis jetzt hat man die eigentlich grosso modo nur in Studios benutzt, um wirklich das super Low-End können zu reproduzieren. Allerdings sind die vom Durchmesser her massiv grösser. Also das, was es von Yamaha gibt, ist ein 8 Zoll, ein 8 Zoll Korb, das ist glaube ich, etwa 6. Ich habe die Erfahrung gemacht, in Live-Situationen ist es häufig ein bisschen so, dass man, wenn man ein Mic in eine Bassdrum tut, häufig relativ schnell zu laut ist. Gegenüber dem Rest des Sets und auch gegenüber anderen Instrumenten. Dem kann man entgegenwirken, indem man einen Equalizer rein tut. Nur leider wird es auch nicht wirklich wahnsinnig viel schöner mit dem IQ. Und da hat man einfach mehr oder weniger alles auf einen Touch. Nämlich nur Low-End-Informationen, die keinem anderen Instrument im Weg stehen. Frequenzen, die zu einer Bassdrum kommen, sind ca. zwischen 50 und 60 Hz, liegt der Grundton. Kommt ein bisschen darauf ab, auf den Durchmesser der Pauke. Mit dem bringt man genau den Umf, die Masse, die Macht, bringt man an, ohne dass man am Equalizer schrauben muss. Also de facto eigentlich nur den Fader raufziehen. Und das hat natürlich Vorteile. Ist ein geiler Sound, macht mich sehr an zum Spielen. Und man hat so die Macht, die man eigentlich normalerweise vermisst. Wenn man ein Mic drin tut, ist man dann einfach zwar lauter, aber wirklich den super Low-End-Sound kriegt man nicht an. Das ist der Grund, warum man sich Sackix brauchen und warum man sich die gebaut hat.